Willkommen in den Backrooms, der Ort, wo wir definitiv nicht mehr sein wollen. Da wir hier aber immer noch nicht rausfinden und jetzt schon tagelang von allem Möglichen verfolgt werden, versuchen wir hier zu entkommen. Jetzt heißt es nur noch Escape the Backrooms. Hier sind wir wieder. Pirate Shot. Ist das die Mario-Font? Was geht denn jetzt ab? Jetzt bin ich gespannt, Alter. Jetzt, was werden wir hier erleben? Oh, okay, los geht's. Okay. Was müssen wir jetzt machen genau? Wir müssen irgendwelche Sachen aktivieren, oder wie? The doors are locked from below. Ich will diese Ampel mal kurz angucken, ob die grün oder rot ist. Was ist denn jetzt los? Okay, das Ding hat mich schneller umgebracht, als ich erwartet habe. Was war's denn? Ja, ich habe da mal geguckt, was hinter den ganzen Stoppschildern ist. Das war keine gute Idee. Das würde ich nicht ausprobieren. Ich finde erstmal heraus, dass das Monster hier ist. Ja, da kann man runterfallen, aber da ist was. Wie war's da unten nochmal dann? Will ich mal runtergehen? YOLO. Wow. Und da kommt ein Monster raus, oder was? Ich guck mal, ob ich das baiten kann, ohne dass ich sterbe. Ich kann nicht da... Das sieht ja lustig aus. Leute, die Augen im Mund drin. Also die ganzen Türen sind halt zu. Die muss man von unten irgendwie aufmachen, könnte das sein? The doors are locked from below, ja. Das heißt, man muss nach unten und dann kann man so einen Hebel wahrscheinlich drücken. They don't like the light. Achso, die Gesichter mögen das Licht nicht. Ein Dach. YOLO. Oh Gott. Oh, da ist ein Imposter direkt neben uns, ne? Ja, ja. Well, good luck, Meister. Ich habe eine Türe. Ich habe auch eine Tür. Vielleicht muss ich einfach die Türen unten aufmachen, dass die oben auch offen sind. Aber hier ist hier so ein Teppich. Kann ich da jetzt wieder hochfallen? Ach, jetzt bin ich wieder hochgefallen. Ist das jetzt hier offen? Ah ja, Tatsache. Okay, verstehe. Ich habe jetzt einen Dinger angemacht. Ja, ich habe auch einen. YOLO. Bist du das? Das bin ich. Das bin ich. Und hinter mir war ein scheiß Gesicht. Shit, okay, du, also holy shit. Dann mache ich hier die Tür auf und dann... Geil. Ja, genau, Alter! Oh Mann. Ja, er spawnt in der Wand, WTF. Hier war echt eine Tür, okay, die habe ich nicht gesehen. Lol, du kannst ja auch wieder runter. Warum... Sollte man das wollen? Beunruhigt es auch ein bisschen, dass ich noch nicht den Imposter gesehen habe. Oh Gott, hinter dir. Oh mein Gott. Wie komme ich jetzt wieder raus? Oh, nee, okay. Oh! Hä? Wo kam der jetzt her? Oh, ist offen. Aber das fand ich jetzt bisher eine der coolsten Challenges. Okay. Hier Exit rechts, ne? Was steht da drauf? Follow the blue light. Geh mal drauf. Ich hab hier einen Schalter, ich drück mal. Help! Ich renne jetzt einfach. Ja, es hört sich gut an. Was ist das für ein Monster eigentlich? Ich weiß es eigentlich. Oh, ich hätte das aufsteigen sollen. Der kommt. Ja, rein da. Ja, ich weiß auch nicht. Rauf! Es geht nicht rauf. Ganz schön nah, das Ding, ne? Au! Alter! Ja, geil. Da kann die Kurvenhänger nehmen. Ich glaube, sind wir mal da, ja. Was ist? Es backt fest. Da hinten sind auch mehrere. Oh, umgedreht. Bruder, das ist richtig schnell. Das verfolgt mich immer noch. Ich hab's direkt hinter mir gehört gerade. Das ist direkt hinter dir, das schaffst ja, du aber ich noch. Weiß! Ich weiß! Ein Fehler und du bist tot. Ich weiß! Okay. Das ist denn jetzt eine andere Art Hotel oder wie? Sieht eher aus wie ein Krankenhaus, finde ich. Weiß nicht warum. Ich hab auch erst ein Krankenhaus gedacht, aber ich hab die Zahlen so gesehen. A, B, C. Kommen Sie mal ran. Guck mal, was jetzt passiert. So. Was tifft? Oh. Okay, ich hab die verloren. Ich geh einfach mal woanders lang. Ich war in einem Zimmer drin und dann war einfach am Fenster ein Monster mit so roten Augen. Ich habe jetzt Angst, dass der hier rumläuft. Ja! Hier so. Wieso gehst du da so mal ran? Ich wollte ihn mal angucken. Hier ist B. Ja, das müssen wir irgendwo hinschieben. Das Ding, Alter, das lässt sich richtig gut schieben. Man sieht halt nichts, ne? Und schon wenn ich jetzt da rein... Oh, also ich schätze mal, das war's jetzt. Was soll denn da passieren? Du sollst ja nicht nah ans Fenster gehen. Sonst macht er ja nichts. Holy moly, holy macaroni. Da läuft doch ein Monster rum. Okay. Ich sag's dir eigentlich, ich geh gleich in den Aufzug rein und fahr runter wieder. Was für ein Monster läuft da rum, wenn ich fragen darf? So eine schöne Spinne. Oh. Warst du das denn? Tim? Alter, machen wir nicht so eine Angst, ey. Ich hab einen Fernseher. Ich höre was rumlaufen, ja. Was ist das? Tim! Hast du dich entdeckt? Ich hab mich eingesperrt in dem Zimmer. Man sieht auch gar nichts, ne? Ich schreie, wenn ich was sehe, ne? Und wie so der Tag? Stressig. Da ist der Fernseher. Es kommt. Hey, der Fernseher schwebt bei mir. Ja, ich bin hier hochgelaufen, so. Oh mein Gott, der passt doch gar nicht durch die Tür, du. Warte mal, der schwebt ja immer mehr. Der steckt in die Decke fest. So. Kommst du jetzt durch die Tür überhaupt durch? Du hast echt kaputt gemacht. Warte, ich glitsch das durch die Tür, Ich hab durch die Tür geglitscht. Moment, siehst du jetzt was, ne? Richtig, ich sehe jetzt auch vor mir tatsächlich. Nee. Ich hab so das Gefühl, das ist verbuggt. I'm sorry. Ich guck mir mal den Jumpscare vom Krabbelmonster an. So, wie kann ich unendlich rennen? Ah, da kommt er. Hi, Meister. Boah. Was war das? Das war, glaube ich, bisher der schlechteste Jumpscare von allen. Hast du es gesehen? Nee, was?
Oh mein Gott, das ist direkt vor der Tür, was? Alter. Und hier kommen wir ja nirgendwo rein. Nee, wir haben ein Problem. Wir haben jetzt ein Riesenproblem. Also ich habe ein Problem. Du nicht, ich habe ein Problem. So, diesmal nicht aufs Bett steigen. Zack. So, trau dem Braten nicht, Alter. Da draußen ist auch das Monster. Ach so, stimmt. Also ich gehe runter rechts, ne? Keine Ahnung, probier's einfach aus. Wahrscheinlich kommt er da raus. Oh mein Gott, die Spinne kam. Oh, ich hab's nicht gesehen. Oh, müssen wir Boot fahren? That stuff will affect you if you walk inside it. Alright. Yeet! Ach, da ist das Sellerie im Wasser. Da kommt jetzt so ein cooles Ding, glaube ich. Bist du mit, oder? Ja, bin da. Ich kann nicht steuern. Okay, cool. Okay. Oh Mann, ja. Ist das so eine bessere Sicht als ich. Naja, nicht der wirklich, tatsächlich. Oh, sieht das cool aus hier. Hat schon was, ne? Ich finde das cooler, als das jetzt mir... Welches willst du? Die Mitte. Okay, ich gehe hier links. Guck mal. Wir müssen die Dinger drehen, dass sich der Tank hier füllt. Und also ich erwarte jetzt hier wirklich... ich erwarte jetzt hier ein Monster. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich habe das erste Ding da zum Drehen. Alter, das dreht so lange. Oh mein Gott, hinter mir ist das Spinnenmonster. Das kann hier rein. Hilfe! Ich weiß nicht, was es nicht aufhalten würde. Wasser. Wasser ist die Antwort. Dann ist das vielleicht einfach nur ein extra Weg. Was ist jetzt? Schwimm eigentlich schon. Nee, hast du schon gedreht? Ich halt auch schon. Wir müssen hier durch, oder? Ist hier auch was zum Drehen? Da. Ich drehe. Da hinten ist auch was zum Drehen. Okay. Ja, dann können wir das da drüben drehen. Sackgasse? Sackgasse, ja. So, jetzt können wir da links lang, oder? Ah, hier bin ich schon durch hier ran, das nächste. Ja, was müssen wir denn? Vielleicht fertig schon. Sieht doch voll aus. Aber wir müssen wahrscheinlich wieder zurück, oder? Dann ist das Boot wieder oben. Eine Hängebrücke. Meinst du, man kann da rüberlaufen oder man sollte das Ding da folgen, ne? Ich weiß nicht, das da drüben ist, glaube ich, keine Leiter. Da muss man hier rüber. Das war so klar. Ich finde es auch schön, dass das einfach auch diese Ästhetik auch richtig rüberbringt von so einem richtig räudigen Schwimmbad einfach. Oh nein, da ist das Sellerie wieder im Wasser. Ach du Heilige, müssen wir es nochmal machen oder wie? Alter, das sieht auch jedes Mal räudiger aus als das zuvor, ne? Hier muss man Jump'n'Run machen. Oh, da unten ist Sellerie im Wasser. Aua, Sellerie im Wasser tut weh. Ich bin im Wasser, aber nicht unter Wasser, aber ich dreh's mal. Und ich hoffe mal, es gibt nur ein Monster und ich hoffe, es ist bei dir. Es ist bei mir. Okay, ich hab eins. Ah ja, ich seh's. Es rennt auf mich zu tatsächlich. Kannst hier rein? Meister, ich habe schlechte Neuigkeiten an meine Zukunft. Tim, rette mich! Hey, bist du gerade bei mir vorbeigelaufen oder wo kommst du her? Ich bin da runtergejumpt. Richtig schöne Plörre hier. Pisswarm wahrscheinlich. Nenn ich mal. Ja, mit unseren Anzügen auch richtig geil. Ja, ist voll, glaube ich. Da haben wir hier auch noch Hindernisse beim Bootfahren. Oh, Sellerie! Da geht's wieder runter. Ladesäle. Oh, hier geht's aber nicht viel unter Wasser, ne? Let's go. Oh, das ist ein fetter Pfeil. Also ein big one. Guck mal, was der fette Pfeil mir sagen möchte. Big room tatsächlich, zeigt er mir. Schön hier. Ne? Ist das immer noch nicht voll? Das ist Monster. Ich mal die Ladesendung hier hoch. Okay. Es kann da rein. Oh, ja. Sackgasse. Philipp! Stark. Vielleicht hat es ja schon gereicht. jetzt haben wir ein Problem. Meinst du? Kommt es hier durch? Ja, natürlich kann es da durch. Crazy, wo soll sie denn jetzt noch irgendwo eins verstecken? Weiß Gott, wo der jetzt ist, Alter. Ah, gefunden. Okay, das ist tiefes Wasser. Okay, da wären wir schon mal safe. Ja, gut, bis der da ist. Immer noch nicht voll. Da muss ja hinten noch eins sein. Wenn du es mir so einfach machst, dreh ich halt auch noch das. Hallo. Was haben wir denn hier? Und dann eine Rutsche runterrutschen wahrscheinlich. Ja, du musst deine aussuchen. Okay, er geht blau. Ich gehe yellow. Guck mal. Ich weiß, du machst, das, bin ich so groß? Du bist so groß tatsächlich, sogar ein Ding größer. Einer. Bin ich so groß? Hallo? I hid it in a balloon, so they wouldn't find it. Wir müssen einen Schlüssel finden. Oh Gott. Aber wir wissen alle, dass wenn man einen Ballon... drück mal. Okay. Ah, da ist einer! Da ist zumindest einer, der mir gerade hinterhergerannt ist. Na, wie geht's? Wir sind hier auf einer Geburtstagsfeier. Ich habe gehört, das ist ein geiles Erlebnis. Sind Sie öfter hier? Wie viel kosten Sie? Ich finde, Sie sollten mal Ihr Kostüm waschen. Das sieht irgendwie nicht mal ganz sauber aus. Jetzt nichts gegen Sie, aber... Okay, wir müssen einfach Ballons platzen und überleben irgendwie, ne? Boah, ist aber auch so winklig hier, ne? Aua. Hey, gefühlt haben wir jetzt alle, oder nicht? Steht da mich, wenn ich da hinsneak? Anscheinend. hallo. In der Mitte ist, glaube ich, wahrscheinlich was uns interessiert. Schau mal. Boah, ich glaube, da bist du jetzt dann vor, Alter. Schade. Komm mal rein. Ja, kann man. Aber nicht ganz so empfehlen. Ach, Mann. Ist aber auch keine normale Luftballon, ne? Weiß ich jetzt echt. Das kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Wow. Oh, ja, und was ist der? Für eine Tür oder sowas? Ja, hast du eine gesehen? Nee, wir sind ja direkt hier reingerannt. Ach so, du meinst jetzt wieder raus? Ach, ist jetzt, nee, wir waren jetzt da drin. Next one. Wow, hier sieht's aber aus, Alter. Match a correct color and symbol upstairs with the Glowstick. Ich hab einen Glowstick. Ah, die kannst du auf den Boden legen, um irgendwas auszuleuchten. Bruder, hier oben ist ja pechschwarz alles. Ach, deswegen brauchst du die Glowsticks. Don't turn around.
Hä? Oben auch, da ist ein Monster, gell? Regenbogen ist blau. Schild, hast du ein blaues? Ich hab blau. Ja. Ah, okay. Oh, boy, Alter, steht da einfach. Hab's offen. Das ist offen, okay. Und nun kann man nicht den Schlüssel nehmen. Oh, bist du groß genug? Kindergarten. These things control the entire level. Throw it at them. Aha. So ein Ding hier, oder was? Wo denn? Achso, da oben, pass auf. Bin tot. Au. Da kannst du jetzt die Tür aufmachen. Hä? Ah, da hinten ist es an der Wand. Excuse me. Oh mein Gott. Hä? Was war das denn? Hätte ich das besser timen sollen? Also. Hä? Ist einfach abgebrannt, nix. Holy shit, die können, Alter, die Tür aufmachen. Warum geht ihr denn auf mich? Hallo? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hab's. Was? Hast du das gemacht? Du musst echt nah ran, dann geht's. Weil hier nur ein Tisch ist, hier ist ein Tisch, okay. Ach, bei mir kommt's auch raus. Oh, echt jetzt? Du hast geschafft. Hast. Da kommen wir noch nicht weiter, weil hier eh nochmal eins ist, ne? Nee, das ist zu. Okay. Oh, das ist hier offen? Das war nicht zu. Und schon wieder angeschissen, Alter. Das kannst du jetzt, Mann. Ich chill mein Leben. Mein Gott, war das knapp. Hast du es zu? Ah, ich hab's, glaube ich, erwischt. Ja, was ist das denn? Oh, jetzt haben wir ein Problem. Geh rein. Achso, ich dachte doch. Oh, die kommen hier ja auch raus. Oh! Lol, der hat mich in der. Achso, Leute. In der Luft. Oh mein Gott. Du hast es. Hey, du Psychopath, drück einfach drauf. Grün, gelb, blau, hast du... Grün, Key. Oh, das war ja easy. So, jetzt kriegst du es in einem Automaten und dann Kasala Abfahrt. Jetzt ist es offen. Nein, da. They know the way out of there. Follow them. Ah, ja. Wir sind in Highschool jetzt, ne? Boah, krass, der kennt sich einfach aus hier. Achtung. Hier muss man wieder sneaken. Weil da ist direkt einer an der Tür. Holy shit. Ja, schon cool gemacht. Verstehe gar nicht, warum er eine coolere Sneak-Animation hat als wir. Ciao, mach's gut. Ja, ciao. Leute, was kommt denn jetzt? Bilder machen. Oh, ich mach das. Ich hab eine Kamera dabei. Hübsches Foto. Alter, geht's da tief runter. Hä, wozu mache ich jetzt ein Foto? Was, kannst du da oben was machen? Also auf der Kamera ist ein Bild drauf, ne? Weil hätten wir das als erstes machen sollen. Okay, ich geh mal nach oben. So, jetzt kommt das nächste. Ach so, okay. Es ist hier auch ein Monster nochmal. Viel Glück bei der Suche nach was auch immer das ist. Ich hab's, glaube ich, gefunden. Ja, oh, da hinten sind Spinde. Oh, hab's gefunden. Warum sind da hinten Spind? Hab's. Ja! Hast du Bock aufs nächste Bild? Safe, Diggi. Ist das auch hier in der Ebene, oder was? Hast da hinten gesehen? Da hinten ist er. Komm hin. Hier, mach ein Bild. Hat's gereicht? Ja, ich denke mal, das ist jetzt hier unten wahrscheinlich. Achtung. Jo. Nice. Kannst du eigentlich einfach runterjumpen jetzt? Nee. Da kommt ein Imposter, ich fahr mal hoch. Er steht jetzt. Achtung! Hä, das ist doch ein Scheiß, Alter. Du machst das Bild einfach, ne? Mhm. Boah, es ist dunkel. Ja, wenn ihr einen Spind gibt, dann gibt es ja selbst auch noch ein Monster. Ich hab's ja gefunden. Fotos gemacht. Das war der Imposter. Ja, von dem brauchen wir ein Foto tatsächlich. Nein! Ich warte einfach hier oben auf dich jetzt mal, so wie du es gesagt hast. Ich bin jetzt irgendwie nicht so motiviert, jetzt da rauszurennen, in der Hoffnung, dass ich den sehe. Ich habe tatsächlich gar kein Monster hier. Das ist fast schon noch mehr unsettling, als wenn man ein Monster sieht. Oh, ich glaube, wir fahren dann nach oben, kann das sein? Also ich glaube, die Chance steht sehr schlecht, dass ich das überlebe, wenn ich den sehe, ne? Das Komische ist, ich sehe auch kein Gesicht. Entweder hat sich gerade Easy-Mode aktiviert. Da ist er, Kollege. Foto! Piu! Wir haben ein Standbild. Oh ja. Das Ding ist jetzt aufgegangen, jetzt kannst du hochfahren. Wird schon keinen Fallschaden machen, wa? Alter! Das war ein Sound, Alter. Das hat wirklich jeder Knochen gebrochen. Tim, ist das die Oberfläche? Ne, ich glaube. Bist du mental ready? Nee, traue ich dem Braten hier noch nicht so ganz. Mach hier wieder runter, wa? Nochmal runter will ich jetzt nicht unbedingt. Anscheinend müssen wir da runter. Oh nee, wir wollen doch eigentlich nach oben. Wir fallen wieder zurück auf die Erde. Und wo fallen wir jetzt? Wir sind wieder da!